Hallo zusammen. Wir werden Ihnen den Ganztag bzw. die Hausaufgabenbetreuung mit Hilfe von ein paar Fragen näher bringen. Und zwar die erste Frage. Liebe Frau Zeidler, wann findet die Hausaufgabenbetreuung statt? Die Hausaufgabenbetreuung findet jeweils montags, dienstags, donnerstags und freitags von 13.55 Uhr bis 15.25 Uhr statt. Kann ich denn mein Kind auch an nur einem Tag anmelden? Selbstverständlich können Sie Ihr Kind auch nur an einem Tag anmelden. Wie kann ich denn mein Kind zu der Hausaufgabenbetreuung überhaupt anmelden? Am Anfang des Schuljahres bekommt Ihr Kind von der Klassenlehrperson einen Anmeldebogen und darauf können Sie mit Ihrem Kind gemeinsam entscheiden, an welchen der Tage Sie Ihr Kind in der Hausaufgabenbetreuung anmelden wollen. Es ist so, dass die Stundentafel natürlich den Nachmittagsunterricht vorzieht. Das heißt, an den Tagen, an denen Ihr Kind keinen Nachmittagsunterricht hat, wäre die Hausaufgabenbetreuung möglich. Okay, wie sieht es denn in der Hausaufgabenbetreuung aus? Also was ist, wenn mein Kind fertig ist mit den Hausaufgaben? Unsere Hausaufgabenbetreuung läuft ab wie im Lernband. Das heißt, in den ersten 45 Minuten hat Ihr Kind Zeit, die Hausaufgaben zu erledigen. Wenn Ihr Kind fertig ist, kann es entweder in den Hauptfächern seine Kompetenzen fördern, sei es im Fach Deutsch, etwas die Rechtschreibung polieren oder vielleicht in Mathematik die Grundrechenarten üben oder das kleine 1x1 etwas vertiefen. Natürlich sind wir auch ganz scharf drauf, in Englisch die Vokabeln zu lernen. Wenn Ihr Kind diese Kompetenzen ausgebaut hat, kann es selbstverständlich seine Sozialkompetenzen im spielerischen Bereich fördern. Das haben wir zum Beispiel in der Bibliothek durch verschiedene Brettspiele oder im Spielekeller. Okay, wie sieht es denn aus? Kann ich als Mama oder als Papa sehen, ob mein Kind überhaupt anwesend war? An unserer Schule verfügen wir über das elektronische Klassenbuch und dort können Sie jederzeit die Anwesenheit Ihres Kindes im Klassenbuch nachstellen. Wenn ich mein Kind jetzt aber nicht an der Hausaufgabenbetreuung anmelden möchte, gibt es dann noch weitere Angebote? Ja, wir haben ganz viele AGs, unter anderem Bogenschieß-AG, Volleyball-AG und Schwimm-AG. Das sind nur drei Beispiele, die immer bei uns vorhanden sind. Natürlich ändern sich die AG-Angebote von Jahr zu Jahr. Das war's von unserer Seite.